Also 4 oder 5 Stunden Schlaf später. Wir sind bereit, wieder das Katze reinzupfen. Ich hoffe, meine Stimme bleibt. Okay. Und ich habe den ersten Glitch gefunden. Hallo, dear. Interessant, interessant. Ist das dein Körper, Drohhutmann? Scheint alles zu funktionieren. Okay. Ja, ignorieren wir den Glitch. Rein hier. Vielleicht ist er später nicht mehr da. Lieber im Bett herumhupfen. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen, ist ein reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Oh, Gegenstand zeigen. Stimmt. Das hier. Was ist das? Warte. Ist das von meinem Papa? Oh, wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Ich weiß wo. Ich weiß auch schon das Passwort. Zwei. Fünf. Eins. Eins. Nur die Zeit, wie wir es uns darauf sagen. Hier. Das haben wir auch noch runter am besten. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit wird es zeigen. Auf die Uhren schauen. Ja, Seamus. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baumpläne, sie müssen für seine Zuchtwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionieren würde, aber einen Praxistest braucht. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder zurück. Ja. Beobachtungen. Hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus der Zeit der Menschen fressen alle möglichen Materialien. Können in Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Hast du etwas Interessantes gefunden? Irgendwo können wir was Interessantes finden, ja. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zirks sind offiziell außer Kontrolle, sie fressen jetzt Metall. Ach, ich glaube, die Medien wollen nur Angst schaffen. Ich glaube, die lügen doch. Das sind doch alles Verschwörungstheorien. Zirks sind wahrscheinlich friedlich. Was hier? Hier kann ich noch was runterhauen zum Spaß. Yay! Oh, das glitscht. Ja. Die Waffe halt. Hey, Bro. Hast du etwas Interessantes gefunden? Wo ist es? Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Parsender. Papa hat diesen Parsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist.
Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Syrinx, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Parsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne die Tür. Pass auf, da draußen glitscht einer. Muss eine neue Roboterkrankheit sein. Ziemlich pervers, habe ich gehört. Hopp, was ist das? Okay, aufmachen, 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 aufmachen. Ja, er ist noch immer hier. Armer Typ. Krass eigentlich. Er hat es nicht überlebt. Ich beschäme es. Du musst den Wissen, du musst diesen Passender referieren. Du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du in den Slums jemanden finden, der dir hilft. Der Typ wird mir nicht helfen können. Oh. Ah. Ich weiß eigentlich hier schon wer. Hey Jacob. Du bist neu hier, was kann ich für dich tun? Was für ein schönes Gerät. Und auch noch selten, ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt, nur ein bisschen, naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot, sein Büro ist gleich links von hier, in der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Oh. Ich weiß auch, was ich mitnehmen muss für Elliot. Ihr Grandma. Hallo Kleines, hast du etwa Stromkabel für mich? Ich würde gerne einen Poncho für dich stricken, aber dazu brauchst du echt Kabeln. Stromkabeln. Danke, mein Liebes, ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Das Lesen und das ständige Reden in diesem Spiel wird mich umbringen. Meine Stimme wird sowas von eingehen. Bitte sehr Kleines. Das wird dir gut stehen. Ich kann es leider nicht tragen. Danke, Oma. Elliots Programmierung. Türklopfen und warten. Oder in unserem Fall kratzen. Let me in. Wow, SP drauf geklitscht. Ja, kann ich dir helfen? Oh wow, das ist ein toller Pathcenter. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Tumi 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man den repariert. Aber wenn ich so ein Bibern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Nicht. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Passender reparieren kann. Oh, Poncho. Ja, der zittert ziemlich stark. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich ausprobieren oder anprobieren. Oder just probieren. Schau, kein Bibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich definitiv deinen Parsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss noch ein Update machen und eine Sache. Solange es kein Windows-Update ist. Voila. Na bitte, Kleines. Kleines, ich bin doch ein Mädel. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Ha. Huh. Im Englischen sieht man es nicht so. Das ist echt ein kleines. Wie kann ich das testen? Raus hier! Wo ist die Bar? Hopp.
Okay. Schaut so ein toter Roboter aus. Da ist die Bar. Ja. Er kriegt keine Verbindung, der Typ. Okay. Dann zurück zu Seamus. Was Simus. Hast du es geschafft, den Power-Sender zu reparieren? Geschafft, du hast ihn repariert, gut gemacht. Gib ihn her. Brr. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns ein paar Sender folgen. Vielleicht finden wir raus, wo mein Papa hin ist. Ist das dein Papa, Seamus? Nein. Gut für dich. Und durch die Beine streifen. Das muss es sein, er hat diesen Amts wirklich verlassen. Es ist gefürchtet draußen, aber ich muss mir sicher sein, ich muss es wissen. Auf geht's. Und weiter. Haben wir heute Mittwoch, oder? Ja. Seht ihr diese Sir-Geier an? Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Sirks werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Ich werde dir die Tür öffnen. Ich mach mal die Musik lauter für den nächsten Teil. Und werde meine Stimme schonen. Oh! Wie schon gesagt, das ganze Reden wird mich killen. Nein.
Uff. Blub. Über den Teil. Oh, den Teil liebe ich nicht. Arme Katze. Alles okay, das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein, weit ist es nicht mehr. Arme Katze. Walk it off. Walk it off. Ah, und off gewalkt. Toter Roboter. Der Wissenschaftler, für den ich arbeite, sagt immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Büchern suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Docs suchen. Oh, ich kann ein Bäuschen einlegen. Ja. Katzenbäuschen. Brav. Brav getehnt. Ich glaube, das habe ich im Englischen gar nicht gefunden, diese Stelle. Nein, habe ich nicht. Ochsen. Wir brauchen einen Teil dafür. Ich weiß auch, wo das Teil ist. Hier. Hallo, Dog. Wow. Warte, du bist kein Zwerg. Wer bist du denn? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Seamus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit einer Ewigkeit allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Deflaxer zu testen, aber er ist nicht so gelaufen wie geplant. Er ist nicht so gelaufen wie geplant, das habe ich richtig gelesen. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung,
wie wir hier rauskommen sollen. Erinnerung. Das dürfte ich selber durchlesen. Da, da. Sehr schön, gute Katze. Da ist der Defluxer. Sehr vorsichtig mit dem Defluxer. Bei voller Ladung kann er Zirks wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht zu viel Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, deine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei den Zirks hier ist es zu gefährlich für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Deflaxer wieder laufen, aufladen können. Komm schon, folge mir, ich zeige dir, was du tun musst. Schneller Roboter! Mal runterpieseln. Ah, ein Messer draufgelegt. Krass. Hier nimm die Sicherung, sie ist brandneu. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne ich mit Zirks. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Deflaxer aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesen Kabeln folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück, kleiner Katzenmann, Katzenfrau. Katzenandroid. Okay. Gibt's gute Musik gerade? Gar nichts, gar nichts, keine Musik. Okay. Komisch. Ach, wird schon passen, wird schon passen. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Deflaxer ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Deflaxer an deiner Drohne befestigen. Gib mir. Thank you.
Es hat geklappt, der Reflex ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Und denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Noch immer müde. Ach, kann ich bei der Arbeit schlafen. Tja. Ich arbeite schon dran. Wow, der funktioniert ja super, aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzt sein. Lass es ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Aufmachen. Ja, aufmachen. Ah, ich erinnere mich. Ein Puzzle. Puzzle. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Sturm abgeschalten wurde. Ich wollte Sturm lesen. Ich kenne die Lösung, keine Sorge. Retten wir den Dog. Rein mit dir. Puh, das war klar. Puh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Das war klar. Nachbarn sind wach. Aufmachen. Und Katzen Jones. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr alleine ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zergs wehren können.
Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja. Dann haben wir den Daft Punk. Ja, klar, ich bin froh, dass er wieder zurück ist. Hallo Leute. Kennst du meinen Sohn Seamus? Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich von diesem verfluchten Ort zurückgekommen bin. Dann wird der Typ da drüben noch glitscht und dann... Ja, er glitscht noch. Er ist verloren. Armer Typ. Der denkt weh gruselig aus. Ich habe irgendwie Lust, das Meer ins Thumbnail reinzuschneiden. Kann ich reinzoomen? Ja, kann ich. Nice. Okay. Gehen wir raus hier. Kanalisation, ich komme. Ich kann eine Street Musician Folge machen. Wie lange haben wir noch? Wie weit sind wir drinnen? 31. Verdammt, bin ich dunkel. Obwohl es so hell hier draußen sein sollte oder schon Sonnenlicht gibt. Wurscht. Ja, ich glaube, ich fange in der nächsten Folge an mit der Street Music. Peace out in the meantime.